Liebe Freunde der Kunst, heute lade ich Sie dazu ein, mit mir nicht nur einen Ausflug in die bildende Kunst zu unternehmen, sondern in die Literatur. Seit Frühjahr 2021 wird nämlich die Buchzeit-Sendung von ZDF Dreisat hier bei uns in der Kadoro produziert. Und wir sind natürlich wahnsinnig stolz, dass man dieses Ambiente für diese wunderbare, hochkarätige, intelligente, spannende Sendung gewählt hat. Natürlich, Sie sehen das hinter mir, gibt es ja eine Reihe von Büchern hier in der Kadoro. In der Stiftungsbibliothek haben wir annähernd 35.000 Bände. Wohl nicht so sehr über Literatur, als vielmehr über Kunst, aber auch Philosophie, Theologie und alle diese Bereiche, die damit zusammenhängen. Aber Bücher sind Transporteure von Wissen, Geist, Kultur, Überlegung, Erkenntnis. Und insofern, finde ich, passen wir eigentlich ganz gut zur Buchzeit. Gerz Kobel lädt regelmäßig, also viermal im Jahr, drei wunderbare Damen ein, die neuesten Bücher oder ihre Lieblingsbücher oder Neuerscheinungen zu besprechen, zu diskutieren, zu analysieren. Diese wunderbaren Damen sind die Professorin, die Romanistikprofessorin Barbara Finken, die MDR-Kulturredakteurin Katrin Schumacher und die FAZ-Feuilleton-Chefin Sandra Kegel, allesamt Literaturspezialisten. Und sie werden von Gerz Kobel befragt zu ihren neuesten Empfehlungen von Büchern. Also abgesehen von der Diskussion hier auf dem Podium, gibt es dann auch zusätzliche Buchempfehlungen in den verschiedenen Räumlichkeiten der Kadoro. Und bevor eine solche Sendung dann wirklich zu Ihnen gelangen kann, sind natürlich allerlei Dinge vonnöten. Und das war für uns eigentlich sehr spannend zu sehen. Also zuerst waren die Lichtplaner da mit dem ganzen Team von ungefähr 20 Leuten. Haben wir die Räumlichkeiten angesehen, haben überlegt, wo wird die Sendung stattfinden? Was ist die Kulisse? Was ist das Podium? Wie ist die Beleuchtung? Und die Kameraleute und die Tonleute. Und jeder ist ja ein Profi in seinem Metier. Und jeder muss da natürlich auch darauf achten, dass seine Perspektive mit einfließen kann, damit das Ganze ein wunderbares Gelingen wird. Und wir als Zuschauer, der Betrachter, können uns so gar nicht vorstellen, was da so alles an Arbeit und Organisation und so weiter dahinter steckt. Und deswegen geben wir Ihnen jetzt so einen kleinen Blick hinter die Kulissen sozusagen, damit Sie ein bisschen sehen können, wie viel Aufwand, Energie und Leidenschaft natürlich auch in so einer Vorbereitung steckt. Also wir kamen zusammen, haben die Räumlichkeiten angeschaut, dann kamen die Techniker und haben Rohre angebracht, damit man das Ganze auch gut ausleuchten kann. Dann mussten zusätzliche Steckdosen auch noch angebracht werden, damit die Kapazität ausreicht. So, dann kam der Aufbau, das Podium. Also jeder ist dann sehr konzentriert auf sein Metier. Und dann schließlich kam der Tag, an dem gedreht wurde. Also es wurde dann auch eine Schminkecke aufgebaut. Wir sind ja hier alles ein bisschen am Improvisieren. Corona-Zeiten haben wir die Verköstigung dann vor die Tür verlegt, nach draußen, damit man dann die Masken abnehmen kann, weil ja jeder nicht sich hier bewegen konnte ohne Maske. Und dann ging es los und dann wurden die einzelnen Bücher vorgestellt oder Empfehlungen. Dann kam das Podium, da wurde ausgewählt, welche Bilder vielleicht noch zu sehen sein könnten. Dann kam der Bildmischer und ich muss sagen, ich hatte nie vorher so eine Idee, was so ein Regisseur, der ist ja wie so ein Dirigent und sagt kein Kamera 1, Kamera 2, die näher, die weiter, das global und so weiter. Also es war wahnsinnig spannend für uns zu sehen, was mit so einer Sendung alles auf sich hat. Und wir können Ihnen hier nur zeigen, so ein paar Momentaufnahmen aus der Vorbereitung der letzten Sendung. Die Sendung selber können Sie natürlich in der Mediathek von Dreisat sehen. Und die nächste Sendung, die kommt jetzt am 20. Juni um 18 Uhr, die nächste Buchzeitsendung. Und wir möchten Sie herzlich einladen, mit unserem sozusagen Hintergrundinformationen sich diese Sendung anzusehen. Vielen Dank.